Heute zeige ich euch, wie ihr euch in Bayern für die Corona-Impfung anmelden könnt. Ihr geht auf impfzentrum.bayern. Dort müsst ihr einen neuen Account anlegen, also ihr registriert euch mit eurer E-Mail-Adresse, bekommt dann so eine Verifizierungsmail zugeschickt. Anschließend müsst ihr euch dort einen Account anlegen, das heißt, ihr gebt eure ganzen Daten, Namen, Geburtsdatum etc. ein, tragt ein, ob ihr zum Beispiel in einer medizinischen Einrichtung oder einer Schule oder sowas arbeitet, gebt noch eure Risikofaktoren an oder ob ihr schon mal eine Corona-Erkrankung hattet und dann bekommt ihr am Schluss, sobald ein Impftermin feststeht, eine SMS zugeschickt und könnt dann eure zwei Impftermine vereinbaren und dann geht's los. So, ich habe mich dann auf den Weg zum Impfzentrum gemacht. Was ihr unbedingt mitnehmen solltet, ist eine FFP-Maske, einen Personalausweis oder Reisepass und euren Impfausweis natürlich. Außerdem müsst ihr dann noch Nachweise mitbringen für die Angaben, die ihr zur Priorisierung gemacht habt. Das heißt, zum Beispiel einen bestimmten Beruf oder Vorerkrankungen oder eine besondere Wohnsituation. Das wird nämlich vorher kontrolliert. Nachdem dann eure Nachweise in einem ersten Schritt bei der Registrierung kontrolliert wurde, kommt ihr als nächstes zu einer Station und dort müsst ihr erstmal ein paar Dokumente ausfüllen. Das heißt, da geht es dann ein bisschen darum, wie ihr bisherige Impfungen vertragen habt, ob ihr schon mal eine allergische Reaktion hattet und so weiter. Und anschließend kommt dann die Impfung. Und das ist gar nicht so dramatisch, wie viele immer denken. Ein paar Sprühstöße vom Desinfektionsmittel drauf, dann kommt die Nadel in den Arm und damit ist es eigentlich auch schon erledigt. Anschließend müsst ihr dann noch 15 bis 20 Minuten in so einem Wartebereich warten. Da guckt man vor allem, ob eventuelle allergische Reaktionen auf die Impfung auftreten. Und wenn ihr diese Zeit überstanden habt, dann seid ihr auch schon fertig und habt euren super duper Stempel der Coronavirus-Impfung in eurem Impfpass. So, jetzt sind 1,5 Stunden vergangen seit der Impfung. Bislang geht's mir gut. Das Einzige, was ich habe, sind leichte Schmerzen an der Einstichstelle, wenn ich den Arm bewege, aber nichts Schlimmes. Und so sieht das Ganze momentan aus. Also keine Rötung, keine Schwellung, alles in Ordnung und mir geht's super. Das ist jetzt der Tag nach der Impfung. Mein Arm tut immer noch ein bisschen weh, so ein bisschen wie so ein Muskelkater fühlt sich das an, vor allem wenn ich ihn bewegen möchte. Aber nicht schlimm und die Nacht über konnte ich auch ganz normal schlafen. Das Einzige, was mir noch auffällt, ist, dass ich heute schon ein bisschen müde und schlapp bin, aber nicht so schlimm, dass ich nicht zur Arbeit gehen könnte. So, es ist jetzt Tag 2 nach der Impfung. Ich bin gerade im Nachtdienst. Mein Arm tut immer noch ganz leicht weh, aber wirklich minimal. Heute Nacht habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen stärker geschwitzt habe. Ist dann aber auch wieder weggegangen und ich fühle mich immer noch ein bisschen müde und schlapp, aber ich kann wie gesagt ganz normal arbeiten, meinen Nachtdienst machen und ansonsten geht es mir gut und ich fühle mich wohl. So, Tag 3 nach der Impfung. Mein Arm tut nicht mehr weh, ich fühle mich wieder fit, ich bin auch nicht mehr müde oder schlapp und die erste Impfung ist somit erfolgreich überstanden. Dann gibt es ja noch die zweite Impfung. Die erfolgt je nach Impfstoff unterschiedlich bei BioNTech im Abstand von 3 Wochen, bei AstraZeneca im Abstand von 9 bis 12 Wochen und bei Moderna im Abstand von 4 Wochen. Man impft auch wieder mit demselben Impfstoff, den man auch bei der ersten Impfung bekommen hat. Im Übrigen war ich ziemlich positiv überrascht, denn dieses Mal war das vorher doch sehr kahle Impfstoffzentrum mit lauter Kinderbildern übersät, die das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher gemacht haben. Die Impfung läuft dann im Prinzip genauso ab wie beim ersten Mal und man hat natürlich am Ende einen zweiten Stempel in seinem Impfausweis und ist damit erstmal vollständig geschützt. Aber wie ging es mir nach der zweiten Impfung? So, der zweite Shot ist jetzt auch endlich drin. Ist 2 Stunden später. Mir tut der Arm ganz leicht weh, aber sonst geht's mir super. So, der Tag nach der zweiten Impfung. Ich hatte ziemlich starke Armschmerzen dann noch am Abend bekommen, auch heute noch. Konnte die Nacht über aber ganz gut schlafen. Ich hatte ein bisschen Schüttelfrost. Fühle mich heute so ein bisschen müde und schlapp und so ein bisschen ausgenockt, aber nicht dramatisch. Und ich werde heute einfach so einen entspannten Tag zu Hause machen. Jetzt der zweite Tag nach der zweiten Impfung und ich habe eigentlich überhaupt keine Symptome mehr. Vielleicht ganz, ganz leichte Armschmerzen, aber mir geht es wieder super und ich bin sehr froh, dass ich diese Impfung jetzt durch habe. Was ich euch jetzt doch nicht vorenthalten wollte, mir ging es am dritten Tag nach der Impfung tatsächlich nochmal schlechter. Ich bin nämlich mit ganz, ganz schlimmen Kopfschmerzen aufgewacht und konnte da auch nicht zur Arbeit gehen. Das ist inzwischen wieder weg und mir geht's super und ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt einen Zusammenhang zu der Impfung gibt, denn es kann auch sein, das Wetter ist gerade umgeschwungen und ich reagiere da manchmal mit ziemlich heftigen Kopfschmerzen drauf. Ich bin trotzdem ziemlich, ziemlich froh, dass ich diese Impfung hinter mir habe und auch alle meine Kollegen, die sie auch schon bekommen haben.
haben das wirklich sehr gut überstanden alle. Das heißt, ihr müsst wirklich überhaupt keine Angst haben und lasst euch impfen, egal mit welchem Impfstoff. Ich habe jetzt den BioNTech-Impfstoff bekommen, aber AstraZeneca, Moderna, die sind genauso gut. Lasst euch einfach impfen, um euch vor dieser Corona-Erkrankung zu schützen, denn wie ihr seht, es ist nicht schlimm, das wirklich durchzumachen, und die richtige Erkrankung, die Corona-Erkrankung zu haben, ist allemal viel, viel schlimmer, vor allem wenn ihr auch daran denkt, dass es ja diese Folgeerkrankungen gibt, die man jetzt noch gar nicht wirklich abschätzen kann.